Und dann hatte es so einen grossen Schlüssel. Da hat man die Türen aufgetan zum Turm. Und dann ist man rauf. Dann hat es geschlagen, 7. Und dann hat man mit der 11-Glocke, ja, 11- und 7-Glocke, hat man die Seele fast bis am Boden gehabt und hat man angefangen zu schreissen dran. Und immer mehr, dann ist man so in einen Schwung reingekommen. Und dann hat das geläutet, etwa 3-4 Minuten. Unterschiedlich 3 bis 5 Minuten. Zuletzt war der grosse Stolz des Lüter, wenn sie schwiegt am Schluss. Und nicht noch bim, 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 fertig auslüten. Ich habe den Herr Loslich, der ist ja vis-à-vis von uns, ist der Herr Loslich. Und Sigrist war einer von denen, war Sigrist. Und da habe ich etwa die gesehen, wie der in die Kirche raufgeht. Und bin natürlich als Schulbub dem hinten nachgelaufen und habe gesehen, wie der die Glocke läutet. Und dann habe ich gemeint, das könnte ich eigentlich auch. Aber das war eine ganz unregelmäßige Sache, die ich dort mitgemacht habe. Ja, ich bin der Hans Losli und der Drittgeborene von Ernst Losli und Gertrud Losli, Sigrist. Und Schneidermeister. Alltag hat man geläutet am 11. Ja. Und am 7. Und der Vater war sehr froh, wie wir das übernommen haben. Wenn man einfach ist erschienen, in der Schneiderei. Er war Schneider und nebenbei. Und ist hin und her, vor Kirche in die Schneiderei und wieder zurück. Und wir, wenn wir sie kamen und gesagt haben, wir gehen läuten, ist er gottfroh, dass er nicht noch dort rauf muss. Und das Verrückteste, was passiert ist, dass ich einmal statt dem 11. um 10. läuten. Und die Frauen sehen, wie die, weil wir um 10. eine Stunde zu früh geläutet haben, wie die im Dorf rumgesprungen sind mit ihren Körbchen gegen die Kommissionen. Das war für die eine Stunde zu früh. Aber das ist auch so, ohne irgendwelchen Zwischenfall ist das einfach vergessen worden. Das ist richtig. Also, wenn man das Dossier so überfliegt, sieht man, aufgrund von einer Nachfrage von einer Revision ist mir 1935 ins Gespräch gekommen. Das ist so der nachweisliche Teil. Hat dort eine Restaurierung von den bestehenden alten Glocken gemacht. Und dann können ist wahrscheinlich auch aus der Situation, aus dem Zustand von dieser Anlage, dann der Wunsch nach einer Vergrösserung des Glüht, nach einer Restaurierung des Glüht entstanden. Das ist nicht in 2 Jahren gemacht. Jetzt in der Realität ist dann auch gute 30 Jahre gegangen. Also 1964 hat man eine Glüttisposition von 5 Glocken und ist dann eigentlich der Meinung gewesen, das wollen wir so bauen. Es ist zum Vertragsschluss gekommen und dann hat es noch eine historische Wende genommen. Wahrscheinlich, wie das üblich ist, aus finanziellen Gründen, hat man sich dann darauf konzentriert, etwas Kleines zu machen. Im Juni 1966 wo verschiedene Aspekte gekommen sind. Der letzte Aspekt ist der finanzielle, dass die Restaurierung des Turms teurer ist als der Abbruch und Neubau. Und nachher hat sich noch der Herr Professor Dr. Jur Hans Huber gemeldet. Jetzt möchte er noch gerne wissen, was der Pfarrer Römer sagt zu welchem Turm. Nachher hat er noch gesagt, er hat sich zum neuen Turm durchgerungen. Nachher ist die Stimmung gerade gekippt. Es hat mich gerollt, wobei man muss sagen, ihr wisst ja wahrscheinlich die Geschichte vom Sandsteinturm. Ist ja nach einem Erdbeben ist der ursprüngliche Turm abgerissen worden. Und Graf von Portales hat ja den Sandsteinturm, nachher den neugotischen Turm, finanziert. Oder sind gewisse Sandsteinquader eben verkehrt eingebaut gewesen. Sie sollten so eingebaut sein, wie der Sandstein gewachsen ist. Sie waren 90 Grad gekehrt gewesen, darum hat der Sandstein nachher gegangen. Als es darum gegangen ist, dass der Turm neu gemacht werden muss, hat mein Vater erzählt, wie dort, ich weiß nicht mehr, einer
auf so ein Türmchen raus ist und nicht abgeknäuelt, sich gekrümmt hat, für andere zu recken, wie faul dass der Sandstein ist. Und der Vater hat gesagt, oh, noch einen Millimeter, der wäre rings vorangeht. Dass die Mehrheit der Bevölkerung für den Abbruch des gegenwärtigen Turms ist, also entscheidet Richtung ein günstigeres Projekt. Das ist dann auch bei den Glocken mitgeteilt worden. Auch dort hat man so einen Weg genommen und ist dann von einer Fünferdisposition in einem Eisenglockenstuhl auf eine günstigere Variante und ist dann auf eine Vierer-Variante in einem Holzglockenstuhl mit einem Total von 4750 Kilo Gewicht. Ein späteres Mal hat man gehört, ja, das sei schon verrückt, dass man jetzt diesen schönen Kirchturm abgerissen und neu gemacht und dass man Krümmer gefunden hat, die man einfach zugeschüttet hat. Da sind also verschiedenes falsch gelaufen. Ja, ja, dann jetzt 50 Jahre lang, 60 Jahre lang habe ich das niemandem verraten. Aber weil du hast gesagt, du machst eine Geschichte über einen neuen Turm, habe ich gedacht, jetzt muss ich halt das irgendwie gleich beichten. Ich habe dort irgendwann nach dem Läuten so mit einem Stein unter in Sandstein entweder vielleicht elektrische Pfeil, vielleicht ist sogar Initialen gewesen, reingekritzt oder ein, wo das wieder ausmachen wollte, an diesem Sandsteinsockel. Und bin nachher gegen Friedhofsmauer über und dort einen grossen Stein, einen relativ grossen Stein genommen, wieder ausgeschliffen. Und das ist immer wunderbar für Schwunden. Man hat nachher die Schleifspuren schon noch gesehen, aber offenbar der Stein einfach am Boden liegen und nicht wieder zurückgedreht. Und irgendwann habe ich gehört, dass sie ja wahnsinnig, dass sie ganz schlimm da fallen. Richtig grosse Steine da vom Kirchturm runter. Das ging so nicht weiter. Und dann habe ich plötzlich auch gedacht, ja, da bist du nicht ganz unschuldig. Aber auch niemandem gewagt zu sagen. Und vielleicht ist das mit der Auslöser, dass wir einen neuen Kirchturm bekommen haben. Und die dritte, die ich erlebt habe, ist mit dem Rollihennen, hat man natürlich, ja, wenn man hätte können, wäre man rausstellen. Aber wir haben hier gefunden, wir gehen mal zu den Glocken rauf, schauen, wie das dort oben aussieht. Und dann haben wir gefunden, dass oberhalb der Glocken noch so ein Kreuz ist, so aus Balken, fast wie ein Bödeli. Und sind schlau geworden, wir können eigentlich mit einer Leiter dort rauf. Schauen, ob wir ganz unter der Spitze vom Dach kommen. Und das haben wir gemacht. Und wir hatten natürlich schon ein paar Freude gehabt. Und als wir mit der Leiter runter wollten, ist es die geschlüpft und fiel durch die Glocke durch. Und das hat natürlich geschädert wie verrückt. Und dann waren so Steigeisen bei den Balken, wie wir wieder runter können, unter die Glocke. Und die Leiter haben wir oben gelassen, sie runter und beschlossen. Und mit dem Pfarrer haben wir schon gesehen, oh, aber wir sind hinten durch, sind uns verstecken. Und der Pfarrer hat nicht gewusst, wer das war, der das so geschädert hat im Kirchturm. An einem Mittwochnachmittag. Das solche Zeug haben wir gegen Mittwochnachmittag gemacht. Das war sehr früh gewesen, und zwar schon während der Schulzeit, weil die erste, zweite Klasse bin ich im alten Schulhaus, da in der Horberen unten gewesen, und uns hat natürlich die Zeit interessiert. Und von meinem Platz aus habe ich schön nach Kirchturm gesehen, was für Zeit ist. Und das Wichtigste ist dann zumal natürlich auch Pause gewesen. Da hat man gerade gesehen, wenn das Tier wieder nachher ist. Ja, die Glocke hat recht grosse Massen und man tut sie mit Hilfe des Motors abbremsen. Aber nicht schlagartig, das macht gar keinen Sinn. Weil früher, wenn man von Hand geläutet hat, das hat Zeit gebraucht, bis es geläutet hat und dann, bis es gehört hat, so seine Zeit gebraucht. Ja. Ja, gut, das war immer das Highlight gewesen, und die grösste Glocke zu stellen, war immer das Privileg der älteren Gielen. Aber das Höchste war natürlich immer gewesen, mit so wenig Nachschlägen zu stellen wie möglich. Und so jedes dritte, vierte Mal ist es gelungen, ohne einen einzigen Nachschlag die Glocke zu stellen. Aber es ist eine ganz spezielle Technik, die man dort Tag wendet. Und der Ehrgeiz war natürlich, dass du mit einem Schlag aufhörst. Und dann die Glocke nicht nachschlagen. Und das Kunststück war eben, dass du mit dem Seil quasi der Wand nach hast aufgezogen und so können die Glocken bremsen. Und das sind die Spuren, die ich noch vor Augen habe.
wenn die Seele ganz dunkel war, ist man aufgekumpelt, hat sie oben gegriffen, hat sich nachher aufgezogen bis unter die Decke, da oben hat man gegangen. Und wenn man am Boden ist, hat man gleich wieder nachgefasst. Und wenn es ganz, ganz geschickt gemacht wurde, ist es einfach ohne einen einzigen Nachschlag, hat man die Grosse können stellen. Das ist etwas, was vor mir die Zeit war. Es gibt noch ein paar wenige Anlagen, die ein Handglöckchen haben. Das sind nur noch sehr wenige. Dort tue ich zur Freude oben Horti von Hang, aber das wird nicht ganz gleich sein wie jemand, der das jahrelang gemacht hat. Ich habe im Kopf, dass ich um 5 Uhr aufgehört zu shooten, bin hier in Kielen rübergekommen und mit dem Samuel Losli zusammen und dem Vater Losli, der Siegerist war, die Kirchenbänke abgestaubt habe. Das ist das, was ich noch im Kopf habe, die Kirchenbänke abstauben. Und dann, wenn wir das gemacht haben, sind wir meines Wissens um 6 Uhr zum Turm rüber und dann haben wir den Sonntag eingeläutet, nehme ich an. Das weiss ich nicht mehr so genau. Dann haben wir am Sonntag am Morgen vor der Predigt natürlich geläutet und glaube nach der Predigt, wenn ich mich nicht täusche. Und ab und zu, während der Schulzeit, bin ich um 11 Uhr noch geläutet. Ja, eigentlich habe ich mir daran gedacht, an die Episoden. Bis ich dann in der Lohna gesehen habe, das stimmt, da bin ich auch dabei gewesen. Ich musste schon gar nicht überlegen, bin ich eigentlich dabei gewesen, aber etwas wirklich gewesen. Irgendwie, gell, du kennst einander da zu Mauer, du gehst miteinander in die Schule, in die Pfadi und irgendwann hat es auch okay, komm, du kannst auch ein bisschen mithelfen. Und das habe ich dann gemacht und das ist noch so, muss man sagen, weil heute würde man sagen, es war noch cool gewesen. Steigst du die Kirche auf, in den Turm auf und dann lässt du die Glocken läuten und die ganze Gemeinde hört das und das ist sehr öffentlich, was wir da gemacht haben. Und ja, man war sicher auch ein bisschen stolz gewesen, dass man da dazugehört. Ja, das ist also so. Ich habe vor meinem geistigen Auge ein Bänkchen und ich habe auf jeden Fall auf das Bänkchen stehen, wenn ich es rausgesehen habe. Der Siegerist hat uns auch aufgeboten. Und dann konnten wir die Glocken läuten. Natürlich die Kleinen haben die kleineren Dörfer oder noch gar nicht zuschauen. Und die Größeren haben das schon beherrscht, die Lüterei. Und das war immer etwas, was für uns ganz wichtig war. Und manchmal war es halt so, dass niemand kam. Da war mein Vater mit 4 Seilen, mit 4 Glocken allein und hat einfach irgendwie. Also, der hat irgendwo angefangen, an diesen Seilenschreissen, und ist hin und her, und hinten und vorne. Und es hat natürlich ein himmeltrauriges Glück gegeben. Aber das Interessante für uns war, das Anrufen und am Schluss auch für die Stellen. Und hauptsächlich beim Stellen war es die Ehre, dass man die Glocke hat zum Schweigen gebracht hat, ohne Nachschlag. Und ich weiss noch, im Winter hatte ich Schiss gehabt. Wir nämlich entweder durch einen ganzen Schlossgarten durch müssen, zum Kirchturm, kein Licht, nie. Oder einen durch den Friedhof, hatte ich Schiss gehabt, zum Kirchturm. Und nachher weiss ich noch, hat man einen Griff zum Licht. Dann war man erlöst gewesen, bin ich erlöst gewesen. Ich habe viele Geschichten mitbekommen. Man hat eben dann noch zum Beispiel von Ritual geredet, von Fesselungen, vom Zubinden von den Augen. Aber es ist nicht nach aussen gedrungen, das hat man nicht gewusst, und weil wir alle das Gelübde haben abgelegt. Es ist aus heutiger Warte aus völlig harmlos gewesen. Das waren alles brave Buben gewesen, dann, oder? Logisch. Und heute sind es alte Männer. Genau. Ja, konkret eigentlich nicht allzu viel. Es hat einfach dazu gehört, man hat es friedlich gehabt. Etwas weiss ich noch, der Bruder, der ein Jahr jünger ist, hatte einen Klassenkamerad gehabt, der war ein Botschafterbub, der Risal Astravinata. Und dieser Bub war begeistert und war immer dabei, wenn es um das Läuten ging. Er war ein Indonesier gewesen, und irgendwann ist natürlich der Botschafter weitergezogen. Und das ist einfach so vielleicht noch so ein Erlebnis, dass eigentlich ein Botschafterbub nachher immer auch dazugehört. Also ich weiss, zumindest ich weiss von einer Frau, die mit mir befreundet ist, dass sie ist dabei war. Und sie hat mit strahlenden Augen erzählt,
sind ihre Brüder begleitet, die dann am Tavelweg gewohnt hat, der Henna Rolli, und sie hat mit Strahlenaugen für... sie hat übrigens auch noch vom Pfarrer Römer geschwärmt aus dieser Zeit. Und sie hat gesagt, wie der Sieger ist, aber der Weihnachten ist gekommen zu denen. Dann hat es ja das Zeug gegeben, oder? Die viele Glocken geläutet. Und als Belohnung für die zusätzliche Arbeit während der Festzeit hat er eine schöne, selber gemachte Zöpfe gebracht. Aber natürlich war es auch eine Ehre, dürfen zu läuten bei dieser Kirche. Und auch die Mauergielen, die haben sich manchmal ein bisschen gerissen, für dürfen dort zu läuten. Und manchmal hat es sogar ein bisschen Konkurrenzkämpfe gegeben. Auch lustig war die Alben. Am Samstag hat es die Alben noch ein bisschen Lohn gegeben. Dann haben die Lütigielen vom Vater einen kleinen Lohn, ein Trinkgeld bekommen. Aber wir Söhne sind schön bescheiden im Hintergrund gestanden und haben nichts bekommen. Hingegen hat es am Samstag Alben vom Metzger Bieri vom Uri den allerbesten Fleischkäse gegeben, den ich gegessen habe. Das ist der Alben kleine Entschädigung. An Auffahrt liegt es nahe, nach oben zu schauen. Über Muri bei Bern ist der Himmel belebt. Man merkt die Nähe zum Flughafen. Allerdings ist gerade in Muri auch die Erde interessant. Vor 182 Jahren stießen hier Pfarrerssöhne bei Gartenarbeiten auf einen besonderen Fund. Man hat eine ganze Reihe von kleinen Statuetten gefunden, Statuetten, die sich datieren lassen in die zweite Hälfte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, so ungefähr Zeit Kaiser Marc Aurels. Doch wie sah es hier eigentlich zu keltisch-römischer Zeit aus? An diesem Ort, auf diesem Hügel, wo jetzt das Schloss von Muri steht, stand sicher eine sehr große Landvilla, ein Landsitz, ein römischer Landsitz. Und in jedem dieser Landsitze gab es natürlich ein Lararium, wenn Sie so wollen, das war eine kleine Hauskapelle, in der solche Götterfiguren standen. Heute gehören die Götterfiguren zu den Schätzen des Bernischen Historischen Museums. Auch der Pfarrer, fasziniert vom vorchristlichen Erbe, auf dem die Kirche steht, hat kein Problem, daran anzuknüpfen. Viele Menschen sagen, dass sie hier einen Kraftort finden. Für mich ist die Kirche in Muri tatsächlich ein besonderer Ort. Aber für mich ist das Besondere an diesem Ort vielmehr die lange Tradition des Glaubens, des Suchens, des Findens und des gemeinsamen Gebets.